Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Saro Pickup Time. Saro Vlogs wollte ich eigentlich gerade sagen, aber schon wieder Pickup Time. Ja. Wie letzte Woche schon angekündigt, habe ich hier immer noch viel, viel Zeug rumfliegen. Das ist jetzt aber tatsächlich auch das Letzte, was ich hier habe und das wollen wir heute alles verwursten. Also, ihr kriegt heute Flohmarkt, ihr kriegt heute Mediamarkt, ihr kriegt heute Mediamarkt die zweite, wenn ich mir das hier so angucke. Und ja, also einmal buntes Mischmasch an Neuzugängen. Manches, was bleibt, manches, was geht. Ja, so ist es heute, ne? Wir fangen mit dem Flohmarkt an heute und dem meiner Meinung nach auch relativ unspektakulärsten Fund des Tages. Also mega durchschnittliche Funde. Ich habe ein kleines B-Set gefunden auf dem Flohmarkt. Ja, also an dem Tag lief mal wieder nicht so extrem viel, aber no, sagen wir mal, dafür war es okay. Und zwar war da eine gute Dame, die hat ein komplettes B-Set angeboten und das war ultra vermuckt. Ist es auch immer noch. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, das Ganze zu säubern. Dementsprechend steht es hier noch ein bisschen ekelig, aber der Preis hat es dann letzten Endes gemacht. Ursprünglich wollte die Dame 40 Euro. Da habe ich gesagt, oh, bei dem Zustand und weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es auch immer noch nicht getestet. Irgendwie habe ich noch nicht dran getraut. Aber im Endeffekt sind wir dann bei dem ganzen V-Lot, den ich jetzt hier habe, nachher bei 25 Euro rausgekommen. Damit konnte ich leben. Wie gesagt, ein Teil wird bleiben, ein Teil wird gehen. Aber der größte Teil wird tatsächlich gehen. Also wir fangen einfach mal an. Das erste, was dabei lag, war tatsächlich hier dieser Family Trainer Extreme Challenge. Ja, ihr seht schon, auch der Karton hat mal bessere Tage gesehen. Ich meine, hab tatsächlich das Ganze schon in schlimmerem Zustand gesehen, wie das hier jetzt. Ja, das ist tatsächlich möglich. Weil diese Matten einfach eine Landplage sind. Die gehen einfach nach dem ersten Mal rausholen, da relativ schlecht wieder rein. Zumindest für Otto Normalverbraucher. Und jo, man muss sich halt ein bisschen sehr viel Mühe geben, um die da wieder reinzukriegen. Jo, einmal diese Extreme Challenge, die wird wahrscheinlich so, wie ich sie hier gerade in der Hand habe, wenn ich sie sauber gemacht habe, irgendwie mal ins eBay wandern. Zusätzlich war dabei eine, oh, jetzt kommt's, wie? Ja, in Originalverpackung, in, jo, nicht so extrem schönem Zustand, aber immerhin war der Originalkarton dabei, die komplette Kabellage war dabei, die komplette, das komplette Blätterwerk war dabei. Und da habe ich mir gedacht, ah komm, das Ding hier und die zusammen für 25 Euro. Es war natürlich auch noch ein Zusatzcontroller dabei und das ist tatsächlich was, wenn ich das sauber gemacht habe, der wird so höchstwahrscheinlich hinten in meine Sammlung wandern. Dann habe ich einen weißen von der Wii und einen schwarzen von der Wii U und ja, das habe ich mir gedacht, den behältst du dir mal. Das ist eine schöne kleine Addition für deine Sammlung. Ja, also wir sind jetzt bei Konsole, zwei Controller, Family Trainer und da kommt jetzt der Mock ins Spiel. Ihr seht das hier, das ist irgendeine Klebepampe. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ein Wii Sports, was in der Wii selbst mit dabei war. Ein Just Dance, ein Rabbids Go Home. Der Family Trainer, der eben angekündigt, und Familienspieleabend für die Wii. Jo, wie ich eben schon gesagt habe, alles nichts so Besonderes, aber bei 25 Euro konnte ich jetzt noch nicht Nein sagen. Da wird ein bisschen Liebe reingesteckt, das Ganze wird gesäubert. Ja, nach Rauch riecht es jetzt nicht wirklich, zum Glück. Das Ding hier habe ich mal nachgeguckt gehabt, ist lustigerweise die deutsche Version, die ziemlich selten zu finden ist. Also ich habe von den 40, 50 verkauften Artikeln im eBay, ich sage und schreibe, zwei Stück gefunden in der deutschen Variante und die waren auch ein bisschen teurer. Und ja, habe schon gedacht, komm, dann probierst du das halt eben mal, dann wird das wohl auch irgendwie, wenn das nichts Besonderes ist, wieder in die Bucht wandern oder sowas in die Richtung. Jo, das war so ein kleiner Frustkauf an dem Tag, weil halt wirklich so gar nichts los war. Es war nichts zu holen. Und ihr wisst selber, wie das ist. Dann nimmt man auch sowas mal mit. Ich meine, für 25 Euro kann man sich jetzt nicht beschweren. Aber gut. Relativ zum Schluss, also bei meiner letzten Runde, habe ich dann noch eine Kleinigkeit gefunden. Und zwar einen Super Nintendo Controller, der auch sauber gemacht werden muss. Ein Super Nintendo AV-Kabel. Sowie ein US-Super-Nintendo-Spiel, und zwar ist es Metal Marines. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann.
für zusammen 5 Euro konnte ich das nicht liegen lassen. Also im Endeffekt, die AV-Kabel, die kann man immer mal gebrauchen. Ich weiß nicht, ich hatte schon sehr, sehr oft welche, wo sie einfach gefehlt haben. Und Super Nintendo Controller brauchen sowieso immer wieder mal. Das Metal Marines wird wohl höchstwahrscheinlich gehen. Ja, auf meine Nachfrage hin, was der ganze Krempel zusammen kosten sollte, hat der gute Mann 5 Euro gesagt und die habe ich dann auch so anstandslos bezahlt. Jo, dann haben wir hier das Ende des Flohmarkts erreicht und ich würde sagen, wir machen einfach bei Mediamarkt und Saturn und so weiter weiter. Und ja, ich habe nicht nur in meinem eigenen Mediamarkt Glück, ja, ich hatte auch im Mediamarkt in Koblenz Glück. Ja, die hauen auch öfter mal raus und da kam ich irgendwie zu spät, aber trotzdem irgendwie passend. Das klingt ein bisschen hanebüchen, aber es war noch viel, viel mehr in dieser Schütte da drin bei denen, habe ich gesagt bekommen. Aber die paar Sachen, die ich gefunden habe, waren super. Ja. Ich zeige euch einfach mal das, was ich als Goodies mitbekommen habe, weil ich frage auch bei denen immer mal nur nach Promokram. Und zwar habe ich hier so einen kompletten Blister oder wie auch immer man das nennen mag, von diesem Final Fantasy VII Remake-Fähnchen bekommen. Alle noch nicht aufgeklebt. Sowie diese schönen Trenner, die die hinter die Games stellen, um zu wissen, okay, da ist Final Fantasy drin. Ja, jeweils einmal noch komplett original verpackt. 2 Stück davon, also jeweils eins davon habe ich schon auf die Reise geschickt. Die sind schon als Goodies in einem Paket drin. Und ja, fand ich ganz cool. Den Rest, den mussten sie leider wieder zurückschicken. Aber die hier, die konnten sie mir einfach mal mitgeben. Da haben sie dann gesagt, gut, die haben wir dann halt gebraucht. Weil offiziell haben die Dinger nie wirklich hingehängt. Und dann habe ich halt eben die Fuhre bekommen, die sie aufgehängt haben. Ja, und dann die eben angekündigten Spiele, die sie rabattiert haben. Wo ich mir gesagt habe, ja, krass, okay, das sind mal Preise. Und habe dann auch direkt in 2, 3 von unseren einschlägigen Gruppen geschrieben und habe dann gefragt, hier, wie sieht's aus? Braucht einer was? Ich bin die nächsten 5 Minuten hier, bitte schreibt mich per PN an und habe im Endeffekt neben dieser Schütte da gestanden, wo die ganzen Spiele drin waren, habe nur noch einen Stapel gemacht. Und der Stapel wurde höher und höher und höher und höher und höher. Und im Endeffekt habe ich alle Tetris Effects, die noch da waren, für 5 Euro mitgenommen. Alle Concrete Genie für 5 Euro, die sie noch da hatten, mitgenommen. Das waren, glaube ich, um die 7. Und 3, 4 von den Outer Worlds für 10 Euro, die sie da liegen hatten. Also letzten Endes habe ich, glaube ich, 120 Euro da gelassen. Ihr seht, ich habe selber 20 Euro bezahlt für diese 3 Spiele. Die anderen sind alle auf Reise gegangen. Und ja, machen einige Leute glücklich. Vermute ich mal. Zum Selbstkostenpreis plus Versandkosten, da kann man nicht viel falsch machen, denke ich mal. Und wenn man so, ich sag mal, eine Hand wäscht die andere. Vielleicht findet ihr irgendwann mal jemand anders, was er mir dann mitbringen kann und fragt mich dann einfach mal, ob ich was haben möchte. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Grüße an der Stelle, weil das schon mal der gute Spidey vorgelebt hat, genau dieses System, an dich, lieber Spidey. Jo. Mediamarkt 1. Und jetzt kommt mein Mediamarkt. Ich hab's nochmal zu meinem Mediamarkt geschafft und hab mir gedacht, gut, heute nimmst du dir mal die Xbox-Section vor. Ja, und die waren auch noch nicht ausgepreist. Ich hatte aber die Liste noch im Kopf und bin so durchs Regal gegangen, hab mir die Sachen rausgezogen, die da auf dieser Liste standen. Und ja, dann habe ich meinen Mediamarkt-Mitarbeiter gefragt, hab gemeint, was kannst du machen? Und hab ihm gesagt, denk dran, alles was so um die 10 Euro kostet, nehme ich mit. Und er hat es gemacht. Jo. Ich habe jetzt für den ganzen Stapel hier, und es ist noch ein PS4-Spiel dabei. Ja, Moment. Die Rechnung liegt hier, glaube ich. Genau. Habe ich bezahlt. Nein, das stimmt so nicht. Oder doch? Oder nicht? Nein. Also ich habe für meine Spiele hier ca. 72 Euro bezahlt, aber ihr kriegt auch die Einzelpreise jetzt gleich nochmal gesagt. Und zwar habe ich mir aus der Schütte noch geholt, ein PS4-Spiel, was ich beim letzten Mal irgendwie übersehen hatte. Sekiro Shadows Die Twice für 10 Euro. Ich weiß, war in diversen Elektrofachmärkten auch mittlerweile schon mal für 5 Euro, aber da waren sie unheimlich schnell vergriffen. Also für 10 Euro nehme ich das gute Ding dann doch mit. Dann 10, 10, 10, 10, 10, 7, genau. So, die nächsten paar, die ich euch zeige, alle 10 Euro. A Plague Tale Innocence. Jo. Habe ich für die PS4 gehabt, habe ich für die PS4 platiniert, habe ich wieder verkauft, relativ zeitnah, nachdem ich es gekauft hatte. Also ich habe es sehr, sehr nah am Anfang gekauft, platiniert und wieder rausgeschmissen, weil
irgendwann kriegt man die Titel halt eben wirklich hinterhergeschmissen. Und ich habe damals, glaube ich, für meins noch 30 Euro bekommen, habe jetzt für das hier nochmal 10 bezahlt und jo, ihr seht schon, habe damit immer noch ein Plus gemacht. Super. Und habe es wieder in der Sammlung. Finde ich super geil. Und auf der Xbox werde ich es wahrscheinlich dann auch eher nochmal durchspielen als auf der PS4, weil wenn ich die Platin einmal habe, dann spiele ich es nicht mehr. Das nächste, was ich noch überhaupt nicht in der Sammlung hatte, Devil May Cry 5. Auch für eine 10. Ja. Habe ich gehört, dass es ein ziemlich geiles Game sein soll. Abgedreht wie immer, wie alle Devil May Cry Teile. Und ja, außer der eine Emo, den man da spielen kann, soll das eigentlich ein sehr, 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 sehr cooles Spiel sein. Aber ich werde mir auf jeden Fall selbst ein Bild darüber machen. Dann eine Spielreihe, das habe ich schon für die PS4. Ich konnte es aber nicht liegen lassen, weil ich die Spielerei einfach liebe. The Walking Dead Telltale Definitive Series. Ja, für 10 Euro. Hey, alle 4 Staffeln plus 400 Days und der Michonne-Ableger davon für 10 Euro. Leute, das sind... Lasst mich lügen. 4 Staffeln, 5 Episoden sind wir bei 20. Das heißt... Pro Abend schafft man so Pi mal Daumen eine Episode. Da muss man sich schon ranhalten. So 3-4 Stunden dauert so eine Episode. Das heißt, man ist 20 Tage mit den beiden Zusatzepisoden eher so 22 Tage am Stück beschäftigt damit. Ja? Wenn man es durchwascht, natürlich kann man das auch schneller. Aber ey, wenn man das als, ich sag mal, abendfüllenden Film ansieht mit Überlänge, habt ihr damit echt arschlange Spaß. Ja, und die sind gut, meiner Meinung nach. Die sind richtig, richtig gut. Allein der letzte Teil, also der vorletzte war nicht so der Brüller, aber er war gut. Aber der letzte Teil, der hat nochmal so, das war nochmal das Salz in der Suppe, was die ganze Serie quasi so mit einem würdigen Abschluss beendet hat, meiner Meinung nach. Wahnsinn. Also der Cliffhanger kurz vorm Ende, absolut bombastisch. Guckt es euch an, selbst wenn ihr keine Walking-Simulatoren mögt, oder guckt es euch als Let's Play irgendwo von Gronkh oder sonst irgendwem an. Dafür taugt es auf jeden Fall, weil dann hat man doch die Reaktion von jemand anderem mit dabei, wenn man selber nicht so der Typ dafür ist. Aber absolute Empfehlung. Bombastisch geil. Jo, dann als hätte ich es nicht schon für 2 Konsolen, habe ich mir gedacht, komm, nimmst Attack on Titan 2 The Final Battle mal mit. Auch für einen 10er, das hauptsächlich eigentlich für die GameStop-Eintauschliste. Ich habe schon einen kleinen Sprachfehler heute. Für die GameStop-Eintauschliste, weil da gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass das draufstehen wird, wenn das nächste Mal ein Vorbesteller ist. Und dann habe ich zumindest mal ein Game im Petto, was ich schon mal dafür habe. Weil meine Daumenregel ist so, 2 Games, für die ich maximal 10 Euro bezahlt habe, die ich eintausche. Und dann lege ich noch einen 10er drauf und dann habe ich für 30 Euro ein futsch neues Spiel. Wenn es irgendwas ist, was mir sehr, sehr gut gefällt, oder wo ich sehr, sehr stark gehypt bin drauf, gerade wenn es jetzt in Richtung PS5 geht, wird das wahrscheinlich des Öfteren mal passieren. Mal gucken, ob es so lange hält. Dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ja, und dann habe ich hier noch eins meiner Highlights aus dem Set, und zwar Frostpunk in der Console Edition. Sollte sowieso nur 19,99 kosten, habe ich jetzt hier für einen 10er mitgenommen. Ich suche schon länger mal wieder ein ordentliches Aufbaustrategiespiel für die Konsole und ich habe gehört, dass ich das hier relativ gut steuern lassen soll. Und ich finde das komplette Szenario drumherum ziemlich, ziemlich geil. Also es ist so, ja, Frostpunk. Es ist so eine Mischung aus Frozen Steampunk, würde ich jetzt fast behaupten. Man baut im Endeffekt alles um einen großen Kamin auf, weil der Rest der Welt quasi zu Eis erstarrt. Und man muss sich im Endeffekt um Ressourcenmanagement kümmern, man muss die Leute bei der Stange halten. Diplomatie und generell Gesetzesentwürfe hier haben ein bisschen faden Beigeschmack zu großen Teilen, weil ja, es gibt so das Für und Wider. Ne? Also sehr, sehr viele moralische Entscheidungen, gerade was die Politik angeht. Ich bin echt gespannt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es es wäre Gronkh gewesen, mal reingeguckt und fand es ultra cool vom Setting her und dementsprechend musste das auf jeden Fall her. War kurz davor, mir die Signature Edition zu bestellen, habe dann aber gedacht, na, wenn es dir dann nachher nicht gefällt, dann hast du 40 Euro rausgehauen für eine Edition, die dir hier massig Platz wegnimmt. Also Frostpunk in der One Edition, also auch noch nicht mal mein Heimsystem, PS4, wird wohl irgendwann mal gezockt, anprobiert und wenn es dann gefällt, dann könnte die Signature Edition tatsächlich noch hinterherkommen, weil mal ganz ehrlich, das Cover ist schon geil, oder? Also ich finde es schick. Und das Ganze dann in Vollbild, so groß, Sarah-Box-mäßig, kann ich mir vorstellen.
Ja, dann noch ein Highlight, für mich zumindest, die Disney Classics Games Aladdin und The Lion King, also der König der Löwen. Da sind, soweit ich weiß, die Super Nintendo und die Mega Drive Fassungen von beiden Spielen drauf. Kann mich aber auch täuschen, dass nur die Mega Drive oder nur die Super Nintendo. Ist ja auch total egal. Wollte ich haben, beides geile Spiele. Aladdin feiere ich persönlich mehr als Lion King. Lion King habe ich irgendwie nie bis zum Ende geschafft. Aladdin habe ich schon 30 Mal durchgespielt. Und mit Aladdin, mit dem Film, verbinde ich auch persönlich ein bisschen mehr. Der hat mir mehr gegeben als König der Löwen. So, und jetzt, Achtung, ich spüre die Steine schon fliegen und an mir vorbeisausen. Ja, Lion King hat eine herzerweichende Story, aber Aladdin war irgendwie so, den fand ich cooler. Ja, Aladdin fand ich cooler. Punkt. Bums. So, für 10 € musst du das mit. Ja, und dann haben wir noch zwei Spiele, die waren noch günstiger. Zum einen Redeemer. Grüße an Re. Für 7,50 €, da stand schon 12,99 € drauf, also schon nicht teuer. Und da sagte mir mein Mediamarkt-Mitarbeiter: Ah ja, komm, mach mal 7,50. So, ja, klar, ich habe gesagt, alles bis 10 € nehme ich mit. Ich hätte es auch für 10er mitgenommen, ja. Also. Aber für 7,50 nehme ich das auch mit. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte mir mal was angeguckt gehabt. Ich habe irgendwas von einem Diablo-Klon im Kopf. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Nagel mich nicht drauf fest. Es ist jetzt in der Sammlung. Es bleibt da auch erstmal eine Weile, bis ich es schaffe anzuspielen. Oh mein Gott, wie viel muss ich noch anspielen? Und naja, es ist jetzt auf jeden Fall mal da. Ja, und das Letzte. Hier steht 25 € drauf. Und mein Mediamarkt-Mitarbeiter meinte: Ja, wenn du beide nimmst, mache ich den Fünfer das Stück. Ich so, okay, ich könnte jetzt auch beide mitnehmen. Irgendeiner freut sich bestimmt, aber ich finde das andere nicht. Er guckt und guckt und guckt, guckt mit mir die komplette Xbox-Sektion durch und wir finden nur das eine. Und da habe ich gesagt: Ja, das eine jetzt, ja, komm, machen wir trotzdem einen Fünfer. Und ich habe für 5 € Resident Evil 2 mitgenommen. Okay. Ich bin ja notorischer Schisser. Ne? Aber ich habe so viel Gutes davon gehört, dass ich es eigentlich mal spielen muss. Ich weiß, nein, eigentlich will ich, ja, aber doch. Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ihr seht den Zwiespalt und das Dilemma, was ich habe. Also für 5 € konnte ich es nicht liegen lassen. Für 5 €, ich weiß nicht, vielleicht werde ich spielen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sekiro liegt jetzt hier unten. Da. Also wieder mal ein kompletter Stapel von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielen für, ich hatte es doch ausgerechnet, 72,50 €. Haut das hin? So was um den Dreh. 72 oder 82,50. Nein, 72,50. Müsste so sein. Ja, sage ich nicht nein, finde ich gut. Und das war es tatsächlich dann auch. So, die Aktion ist beendet beim Mediamarkt. Ich werde jetzt auch so schnell erstmal nicht mehr hingehen, zumindest nicht mehr in die Nähe der Krabbelkisten, geschweige denn in die Nähe irgendeiner Liste. Und werde mich da tunlichst von fernhalten, weil das hat mich richtig Geld gekostet, jetzt hier diese Aktion da beim Mediamarkt. Ich glaube, die wollen einfach jetzt zum Ende des Lebenszyklus die kompletten Regale, soweit es geht, irgendwie dezimieren, dass sie da Platz kriegen, damit die neue Konsolengeneration kommen kann. Wenn ihr euch mal so gedanklich in euren Mediamarkt versetzt, die sind voll. Ja, die Regale sind rappelvoll. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Angeblich kommen die neuen Konsolen Anfang November. Ja, das ist nicht mehr viel Zeit. Da können wir zwar noch ein paar Sales rausschmeißen. Ich gehe auch jede Wette, dass vor den Konsolen-Releases nochmal hier so eine 3 für Schlag mich tot Aktion oder 3 für 2 Aktion oder 5 für 2 oder 5 für 3 Aktion kommt. Wette ich fast schon, weil die müssen die Regale leer kriegen. Irgendwo muss der Scheiß ja hin. Entschuldigung, Wortwahl. Und ja, ich meine, selbst wenn es zum Anfang, zum Launch nur 5, 6 Titel gibt, stehen da trotzdem die ganzen Regale damit voll. Die werden ja zugebombt mit dem Zeug am Anfang, ohne Ende. Und meistens hat man dann keine Konsolen mehr, aber dann noch 30.000 Spiele rumfliegen. Ja, wo sollen die hin? So viel Lagerplatz haben die jetzt oftmals auch nicht, so wie ich das gehört habe. Ja, also meine Vermutung, da kommt noch einiges. Ich liebe diese Zeit vom Lebenszyklus einer Konsole. Ja, also ich finde das absolut geil. Ich meine, für die Märkte ist es. Ist jetzt eher nicht so. Aber für uns Sammler ist es halt eben geil, ja, weil wir kommen an neues Zeug ultra günstig ran. Ich meine, 10 € für so Spiele, was will man mehr? Zeigt mir einen Laden die letzten 5 Jahre, der so viel Zeug für einen Zehner rausgehauen hat. Ja. Und die machen das unter vorgehaltener Hand alle irgendwo, ja, vielleicht so peu à peu.
Aber spätestens, wenn die Regale frei brauchen, entweder sie schicken es an irgendeinen Ramschladen oder sie rabattieren es tatsächlich. Also haltet die Augen offen, fragt bei euren Mediamarkt-Mitarbeitern, löschet die, am besten haltet ihr euch mit denen gut. Ja, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Ich meine, ich kenne die meisten auch nur, weil ich mich gut und nett mit denen unterhalten habe und habe denen, wenn ich irgendwie ein bisschen Promokram mitgenommen habe, dann von mir aus auch mal eine Tüte Gummibärchen oder mal eine Tafel Schokolade mitgebracht, wenn ich ihnen nicht sogar was in die Kaffeekasse geschmissen habe. Damit haltet ihr euch die Leute warm. Ja, damit lernt ihr die Leute kennen. Ich habe mittlerweile 5, 6 Privatnummern von Leuten, die bei Mediamärkten oder Saturn oder wo auch immer arbeiten, die mich dann immer wieder kontaktieren und dann sagen, hier übrigens, ich habe da was, kannst du dir abholen. Hier liegen 2 Ghost of Tsushima-Teppiche, die ich nicht bekommen hätte, wenn ich die Leute nicht kennen würde. Und deshalb, macht euch bekannt mit den Leuten, seid nett zu den Leuten, sind auch nur Menschen. Ich kann auch verstehen, wenn die da dank der blöden Maske momentan grummelig drauf sind. Immer schön freundlich bleiben, immer schön nachfragen und immer schön bestimmt nachfragen, was ihr denn gerne überhaupt hättet. Weil mit einer Aussage, rabattiert ihr irgendwas, können die meistens nicht wirklich viel anfangen. Ne? Also, ein bisschen Gedanken machen, altes Zeug schmeißen die meistens gerne raus. Überlegt mal selber, was kam so 2018, Mitte 2018 raus, was könnte da von eurem Regal stehen. Und da könnten wir ja vielleicht mal ansetzen. Ne? Also, kleiner Gedankengang zum Ende. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.